Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Heute geben wir uns noch einmal den Song Freunde von der lieben Elif, aber diesmal in der Nacht-Session, in einer Akustik-Version. Ich habe davon auf Instagram schon einen ungefähr 10 Sekunden Ausschnitt gesehen und dachte mir, okay, bevor ich jetzt hier weitergucke, muss ich dazu eine Reaction aufnehmen, weil ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur darüber rede und an diesen 10 Sekunden Trailer denke, gefühlt. Sehr, sehr nice, Mann. Ich finde es für mich ein bisschen schade, dass ich Elif erst vor so kurzer Zeit entdeckt habe. Weil sie ist so krass talentiert, man. Ihre Stimme ist so einzigartig. Und gerade in diesem 10-Sekunden-Ding, was ich auf Instagram gesehen habe, was in ihrer Story war, hat man noch einmal einfach ihre Stimme komplett unbearbeitet gehört. Und ey, wir hören einfach rein. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ja. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Und ey, ich freue mich wirklich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. 2 Minuten 52. Falls ihr meine erste Reaction auf Freunde noch nicht gesehen habt, ja. Oben im i-Freunde ist die Reaction. Freunde, sage ich schon. Passend. Und ey, ich bin wirklich, supportet bitte Elif, supportet jemanden wie sie, denn solche Leute, die wirklich talentiert sind und noch ein Talent haben in der natürlichen, in der eigenen Stimme, die müssen supportet werden, die gehören supportet, die haben mehr Aufmerksamkeit, mehr an allem verdient. Wir schauen rein. Boah, ich krieg jetzt schon Gänsehaut, Mann. Boah, ich bin nicht bereit dafür, glaube ich, Leute. Ich tu so, als wenn wir Freunde wären, als wär's mir egal, wie du mich ansiehst. Ich will gar nicht pausieren, um es zu unterbrechen, aber ich kann's. Nee, es ist zu krass einfach. Hört euch diese Stimme an, Mann. Das ist eine so unglaublich einzigartige, warme Stimme. Das ist krass, das ist ganz, ganz krass. Ich tu so, als wenn wir Freunde wären, als wär's mir egal, wie du mich ansiehst. Ist krass. Ich tu, als gäbe es uns nicht mehr. Dabei macht es mich kaputt, was du hier abziehst. Wie tief dieses Dabei auf einmal war. Ich liebe das. Sie hat so eine große Spannweite in ihrer Stimme. Gäbe es uns nicht mehr. Achte drauf. Dabei macht es mich kaputt, was du hier abziehst. Ist krass. Du hast keinen Plan, was mit mir gerade passiert. Und ich ertrag es nur, um dich nicht zu verlieren. Und du so, als wenn wir Freunde wären. Weiß ich ganz genau, ich krieg das nicht. Wow. Ey, wie sie es auch schafft, immer auch diese soften Momente hinzubekommen. Und gerade dieses langgezogene Freunde. Das ist krass, Mann. Das ist krass. Boah, ich will das heute nochmal. So, als wenn wir Freunde wären. Damn. Dabei weiß ich ganz genau, ich krieg das nicht hin. Krieg's nicht hin. Ich hör die Sprachnachricht vom März her, wo du mir sagst, ich fehl dir so sehr, dass du es fast schon nicht mehr aushältst. Schon abgefahren, wie du jetzt mir fehlst. Ich kenn deine Narben, Alter, Tattoos auf deiner Haut, yeah. Jetzt, wo du weg bist, hab ich gecheckt, wie sehr ich dich brauch, yeah. Beste Stelle, Mann, boah, und wie viel Gefühl da drin ist. Man sieht einfach, allein schon an ihren Bewegungen, an der Gestik und Mimik, sieht man die Emotionen und man hört sie auch so krass. Das, ey, das ist ganz krass, Mann. Das ist wirklich krass. Elif einfach viel zu underrated immer noch. Alter, Tattoos auf deiner Haut, yeah. Jetzt, wo du weg bist, hab ich gecheckt, wie sehr ich dich brauch, yeah. Ich lese die Nachricht vom Oktober, wo du mir schreibst, es ist sauber, du kommst zu mir. Und es ist fast wie früher, nur dass du wieder gehst und woanders stehst. Boah, ich find's auch so unglaublich schön, wie sie jetzt hier in dieser Akustikversion ab und zu das Tempo ein bisschen rausnimmt und die Wörter so vom Pacing her ein bisschen anders betont, ein bisschen länger zieht. Sehr, 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 sehr schön. Ich tu so, als wenn wir Freunde wären. Oh. Als wär's mir egal, wie du mich ansiehst. Ich tu, als gäbe es uns nicht mehr. Dabei macht es mich kaputt, was du hier abziehst. Du hast keinen Plan, was mit mir gerade passiert. Und ich ertrage. Wie sie sich auch bewegt, man merkt, sie fühlt es einfach. So, als wenn wir Freunde wären. Und das ist einfach unbearbeitet. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Das ist unbearbeitet, das ist ihre rohe Stimme. Unbearbeitet, ohne irgendwas, einfach aufgenommen so. Wie krass ist das? Es hört sich besser an. Es hört sich besser an als, keine Ahnung, 80% der 8-9 mal gemixt und gemasterten und bearbeiteten Autotune-Sachen, die wir hören. Boah. Und das macht mich sauer, dass sowas. Sie hat natürlich jetzt viel Aufmerksamkeit, so, aber 100.000 Aufrufe ist extrem viel, klar. Ich will mich da gar nicht beschweren, aber. Es macht mich sauer, weil da noch mehr geht. Dabei weiß ich ganz genau, ich krieg das nicht hin. Krieg's nicht hin. Fällt sie auf seit unserem Breakup. Siehst du mich nicht mehr ohne Make-up.
Ich wechsle 7-mal mein Outfit. Für die Party, wo du auch bist. Ich kann nicht mehr pennen, will alles verdrängen, aber es klappt nicht. Weil ich an dich denke, egal wo ich bin, nur in meinem Kopf bin. Allein auch, dass es One-Take ist, das bedenkt man gar nicht mal mehr. Wie viele Leute oder wie viele Rapper und wie viele Sänger choken, wenn sie ihren Song performen müssen, One-Take live. So, keine Ahnung was, weißt du? Ich will nicht hören von deiner neuen. Doch sag, dass ich mich für dich freue. Du kommst zu mir. Boah. Und es ist fast wie diese Wärme in ihrer Stimme. Nur, dass du wieder gehst und woanders schläfst. Ich tu so, als wenn wir Freunde wären. Als wär's mir egal, wie du mich anziehst. So ein guter Song. Ich tu, als gäbe es sonst nicht mehr. Dabei macht es mich kaputt, was du hier abziehst. Du hast keinen Plan, was mit mir gerade passiert. Und ich ertrag es nur, um dich nicht zu verlieren. Und du so, als wenn wir Freunde wären. Wow. Dabei weiß ich ganz genau, ich krieg's nicht hin. Krieg's nicht hin. Wow. Wow. Auch Shoutouts an den Typen am Piano. Wobei, es war gar kein Piano, es war einfach nur ein Klavier. Ich habe mit Instrumenten nicht aus, Mann. Ich weiß, ich kann gerade meine Triangel und eine Blockflöte auseinanderhalten, Alter. So schlimm ist es bei mir. Aber schaut es auch an den Typen, der das Video gemacht hat. Es war gut gefilmt. Ah, Yannick am Klavier und Till van Loosen. Geiler Name, Till van Loosen. Yannick Stärk und Till van Loosen auch noch mit dabei. Sehr, sehr stark. Freunde, kommen zum kleinen großen Mini-Fazit. Was soll ich sagen, Mann? Was soll ich sagen? Extrem talentiert und leider noch, meiner Meinung nach, zu wenig Aufmerksamkeit. Deswegen supportet bitte Elif und geht nochmal alle auf den Channel, lasst ein Abo da. Und hört euch ein paar Songs von ihr an. Wir werden uns auf jeden Fall auch noch ein paar Songs anhören von ihr, die ich verpasst habe, weil ich sie einfach noch nicht gekannt habe aus irgendeinem Grund. Und, ey, es ist einfach krass, Mann. Wow. Freunde ist auch so ein schöner Song. So ein schöner Song. Einer der Songs, die ich am öftesten höre in letzter Zeit. Sehr, sehr nass. Und jetzt einfach hier pures Talent. Sie hat einfach geflext mit ihrem Talent. Einfach geflext mit ihrem Talent. Freunde. Passen natürlich, ja. Ich würde sagen, ihr geht alle nochmal auf dieses Video rauf, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt einen netten Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt natürlich fresh, so wie immer, und ciao.